Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Rekorde sind an diesen Tagen, an denen so viel ins Rutschen kommt, gerne gesehen. Da ist es doch erfreulich, wenn wenigstens das Leitbarometer der Börse, der deutsche Aktienindex, von guter Stimmung zeugt und einer Aufwärtsbewegung. Auch heute nämlich geht es weiter. Kurve nach oben, Zahlen ebenso. Schlussstand 13.750 Punkte, aber mal ein Plus. Dieses Mal von rund 0,9%. Es gibt viele Chefvolkswirte und andere Ökonomen, die den DAX zum Jahresende zwischen 13.800 und 14.000 Punkten sehen. Davon ist er aber ja schon heute nicht mehr allzu weit entfernt. Wenn Experten aber eher zurückhaltend sind, dann hat das seine Gründe. Einer dieser Gründe sind die Auswirkungen und Nachwehen von Handelskonflikten, die die Wirtschaft belasten. Gerade unsere. Denn eine Einigung oder gar ein vollumfängliches Ende der Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China bedeuten am Ende auch, dass Warenströme politisch umgeleitet werden. Oder mit anderen Worten, wenn China vermehrt US-Produkte kauft, um Quoten aus einem Vertrag mit den USA zu erfüllen, geht das zulasten anderer und trifft unter anderem die exportlastige deutsche Wirtschaft. Auch die Herausforderungen in der deutschen Vorzeigebranche den Autoherstellern sind riesig und teuer, wie wir zum Beispiel ja gestern gezeigt haben. Was aber auch für Zurückhaltung spricht, wenn es um weitere Höhenflüge des DAX und an den Finanzmärkten geht, ist die Angst vor dem Coronavirus. Die Zahl der Infizierten steigt noch immer, die der Toten leider ebenfalls. Ein Impfstoff ist nicht in Sicht, lediglich verlangsamt sich der Anstieg neuer Fälle etwas. Das als Hoffnungsschimmer zu sehen mag für die Börse, die an der Zukunft ja arbeitet und die Hoffnung auf bessere Zeiten handelt, in Ordnung sein. Ob es gerechtfertigt ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aus diesen Herausforderungen die Lehre zu ziehen, weiterhin klassisch zu sparen und nicht, wenn auch mit erhöhtem Risiko an der Börse, das Ersparte zu vermehren, muss ja jeder und jede selber entscheiden. Aber in Sachen Sparen am Finanzmarkt, da kommt Bewegung. Denn es gibt immer mehr Menschen, die am Finanzmarkt sparen und breit streuen, um nicht auszurutschen. Mittels Fonds. 2019 flossen 17,5 Milliarden Euro neu hinzu, erklärt der Branchenverband BVI. Und nie waren mehr nachhaltige Fonds gefragt. Die Themen Umweltschutz, Klimafreundlichkeit, ethisch ohne Kinderarbeit oder Waffen und nachhaltig wie zum Beispiel mit erneuerbaren Energien spielen dabei eine immer größere Rolle bei den Kunden. Und auch Immobilien. Alleine in diese Fonds flossen 10,7 Milliarden Euro. Insgesamt lag das Fondsvermögen der Deutschen Ende 2019 bei 3,4 Billionen Euro. Ein Rekord. Damit hat sich die Summe binnen 10 Jahren verdoppelt. Teilhabe an Wirtschaft und Unternehmen kommt bei den Deutschen wohl immer mehr an. Um Risiken zu minimieren, gilt aber auch an dieser Stelle der Hinweis, sich gut mit dem Thema zu beschäftigen. Finanzbildung hilft weiter. Angesichts dieser Entwicklung, dass die Bürger lernen, anders und erfolgreicher zu sparen, kommt auch politisch wieder der Vorschlag eines Staatsfonds auf die Tagesordnung. In Skandinavien mehren Manager staatlich erfolgreich Geld. In Schweden hat der staatliche Fonds AP7 seit seiner Gründung 2010 300% zugelegt. Der größte Staatsfonds der Welt kommt ebenfalls aus dem Norden, aus Norwegen. Er kommt auf ein Vermögen von mehr als 1 Billion Euro. Nicht immer also muss der Staat sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, nicht mit Geld umgehen zu können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer an dieser Stelle allen einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.